als nächster Redner das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Kairo, Istanbul, man könnte diese Liste ja auch leider, muss man sagen, weiter fortsetzen. Die Anschläge in Frankreich im abgelaufenen Jahr, im Jahr davor, auch auf ein Fußballstadion, die Anschläge in Belgien und an vielen anderen Orten der Welt. Es zeigt, Terrorismus schreckt vor nichts zurück und Anschläge, wie sie begangen werden, sind ein Anschlag auf die freie Gesellschaft und müssen, und das tun wir heute auch, von allen Parlamenten dieser Welt aufs Schärfste verurteilt werden. Wer so agiert, hat nur die Spaltung der Gesellschaft im Sinn. Er nimmt keine Rücksicht auf Opfer. Und deshalb ist es, glaube ich, mehr als wichtig, sich zu fragen, was kann Politik, was kann die internationale Politik tun, um diesem Phänomen Herr zu werden, es zu besiegen. Nachdem meine Vorredner ein paar andere Facetten in den Mittelpunkt ihrer Rede gestellt haben, will ich einen neuen hinzufügen, der auch dazugehört. Die Bekämpfung des Terrorismus ist kein Problem eines Landes. Es ist ein internationales Problem. Und kein Land alleine kann mit den terroristischen Bedrohungen alleine fertig werden. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns auch fragen müssen, wie können Länder besser bei der Bekämpfung des Terrorismus zusammenarbeiten? Weil eines, glaube ich, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Mit irgendeiner nationalen Lösung werden sie dieses Problem nicht lösen. Und im Interesse der Bürger überall auf der Welt ist es notwendig, dass wir zusammenarbeiten und alles daran setzen, dieses Problem zu bekämpfen und zu besiegen, wo es nur geht. Und wenn Sie sich die Lage ansehen, ein paar nüchterne Zahlen. 700 Gefährder allein aus Deutschland in der Krisenregion Syrien, Irak. Sie begehen dort möglicherweise schwere Straftaten, kommen hier zurück und begehen hier auch welche. Mehrere tausend IS-Kämpfer in Europa. Mehrere tausend. Und geschätzt über 10.000 weltweit. Und daraus wird deutlich, dass neben den vielen Dingen, über die wir reden müssen, es auch die Facette gibt, was können Sicherheitsbehörden leisten? Ich will vorausschicken, es gibt nicht die eine Lösung oder die eine Antwort auf die Bekämpfung des Terrorismus. Die gibt es nicht. Und sie fängt an vielen Stellen an. Und sie reicht von der Entwicklungshilfe über die Schaffung von demokratischen Strukturen, der Bekämpfung der Korruption, Ausdrücken von Finanzströmen und vielerlei mehr. Aber auch dazu gehört, und das sind ja Dinge, die häufig in diesem Haus nicht ganz unumstritten sind, aber es gehört dazu, die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden bei der Strafverfolgung und bei der Enttarnung der Attentäter zu verbessern. Das gehört mit dazu. Und deshalb, glaube ich, darf man schon zu Recht darauf hinweisen, dass wir in der Großen Koalition mit den Gesetzesänderungen, die wir beschlossen haben, den Nachrichtendiensten, nicht unumstritten, die Linken sehen es anders, aber den Nachrichtendiensten unter engen Bedingungen, Rechtsstaatlichkeit immer als Maßstab, erlaubt haben, Informationen mit anderen Nachrichtendiensten auszutauschen. Das wird nicht der Regelfall sein. Und es wird auch Fälle geben, wo es nicht geht, aus guten Gründen. Aber dass wir diese Instrumente brauchen, daran kann wohl keiner zweifeln. Woher soll ein deutscher Nachrichtendienst Erkenntnisse haben über IS-Kämpfer aus Frankreich, die vielleicht in Ägypten unterwegs sind? Woher soll das kommen, wenn nicht durch Austausch? Und deshalb, glaube ich, war es gut und richtig, diese Gesetzesveränderungen auch vorzunehmen und zu beschließen, damit die Sicherheitsbehörden Instrumente haben, gegen Terroristen vorzugehen. Weil bei all dem, was man notwendig tun kann, geht es auch darum, die dingfest zu machen, die konkret die Täter sind. Sie zu verfolgen, zu entdecken und auch zu bestrafen. Und deshalb halte ich den Begriff Informationsaustausch
für ein ganz wichtiges Element im Kampf gegen den Terror. Er muss unter klaren rechtlichen Rahmenbedingungen erfolgen, aber er ist unverzichtbar. Und das, was wir, glaube ich, auf den Weg gebracht haben, ist nur ein Baustein. Es wird viele Probleme in einer unruhigen Welt mit immer komplexeren Krisenherden nicht alleine lösen. Aber es versetzt die Sicherheitsbehörden national und international in eine Lage, dass sie Terroristen enttarnen, verfolgen und bestrafen kann und damit einen wichtigen Beitrag leistet für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Und das alles bitte ich bei den Debatten, die man führen kann, außenpolitisch, entwicklungspolitisch, verteidigungspolitisch, nicht ganz zu vergessen. Auf diesen Part kommt es auch sehr an. Herzlichen Dank. Als nächster Redner spricht